anderen Videos, dann denkt man vielleicht, das reicht, so Muskelaufbau. Nein, es reicht nicht. Es ist einfach nicht gut, wenn man 10 Kilo Muskeln aufbauen will, dann kann man nicht zusätzlich 5 oder 10 Kilo Fett aufbauen. Ihr könnt keine Muskeln aufbauen. Deswegen kann es machen, das geht, es funktioniert, aber... Ey, Fessel, du bist richtig ungerecht, ne? Ich finde das richtig scheiße von dir. Hä? Warum das denn jetzt schon wieder? Ja, neulich hast du einfach ein Video gemacht. Top 3 Nahrungsmittel zum Abnehmen. Und jetzt, Top 3 Nahrungsmittel zum Muskelaufbau, hast du noch nicht gemacht. Oh Mann, ey, sag das doch einfach. Schreib's doch unten in die Kommentare. Kann ich doch auch machen. Nach dem Intro. So, meine Freunde, euer Coach hier. Hallo? Wie, wer spricht da? Du hast mich doch angerufen. Ja, Coach Cecil. So, meine Freunde, heute gebe ich euch die Top 3 Nahrungsmittel zum Muskelaufbau. Und ich weiß, sorry für die Veganer. Es ist eigentlich nur ein Punkt dabei, der auch für die Veganer ist. Aber schreibt mir rein, wenn ihr Lust drauf habt, Top 3 vegane Proteinquellen oder Nahrungsmittel oder so, schreibt mir einfach unten rein. Ihr kennt mich ja mittlerweile, ich liefere euch nicht einfach 3 Nahrungsmittel und fertig, sondern im ersten Punkt besprechen wir natürlich erstmal die Mechanismen für den Muskelaufbau. Weil wenn ihr nicht richtig trainiert, könnt ihr keine Muskeln aufbauen. Im zweiten Schritt sprechen wir darüber, womit meine Kunden am meisten Probleme haben in Bezug auf Muskelaufbau. Und dann im dritten Schritt sage ich euch meine Top 3 und erkläre, warum es meine Top 3 Nahrungsmittel für den Muskelaufbau sind. So, und wenn es jetzt um Muskelaufbau geht, erster Punkt, es geht um Muskeln, ihr wollt Muskeln aufbauen. Erstmal ist die Frage, wollt ihr wirklich Muskeln aufbauen oder wollt ihr Fett abbauen? Das ist nämlich nicht ganz so leicht, weil viele denken, sie wollen Muskeln aufbauen, sie wollen aber in echt Fett abbauen, weil ihr habt meistens unter dem Fettgewebe habt ihr sehr viel Muskulatur. Wenn das Fettgewebe weg ist, dann kommen die Muskeln zum Vorschein und ihr denkt, oh, ich habe eigentlich genug Muskeln. Deswegen rate ich mal Männern, wenn sie noch mehr als 15%, 12 bis 15% Fett haben, erstmal in Fettabbau. Bei Frauen so mehr als 25% erst in Fettabbau. Also ich rate eigentlich fast immer eher Richtung Fettabbau. Wenn ihr wirklich schlank seid, dann könnt ihr natürlich einen Muskel aufbauen. Also wenn ihr wirklich so dünn seid und sagt, okay, ich möchte jetzt Masse aufbauen, dann könnt ihr natürlich Muskeln aufbauen. Was mache ich also, wenn ich Muskeln aufbauen will? Das Wichtigste beim Muskelaufbau ist natürlich ein gutes Training. Also Fett abbauen kann man auch ohne Training. Ihr wisst ja, in armen Ländern, wo die nichts zu futtern haben, da haben die ja kein Fettgewebe und trainieren trotzdem nicht 5-mal die Woche. Also Fett abbauen kann man auch ohne Krafttraining, weil unser Körper verbrennt ja den ganzen Tag über Energie. Deswegen kann man natürlich auch schlank werden, ohne Krafttraining zu machen. Beim Muskelaufbau sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Also ihr braucht einen Reiz, damit der Körper überhaupt sagt, okay, ich baue jetzt mal mehr Muskeln auf. Also ihr braucht als erstes erstmal einen überschwelligen Reiz. Und das überschwellige Reiz heißt nicht irgendwie so, 10 Wiederholungen, ihr wisst das ja, sondern ihr müsst euch wirklich den Arsch aufreißen. Also ihr sollt natürlich immer sauber trainieren, also eine gute Technik, aber ihr müsst die Intensität auf jeden Fall hochfahren, sodass ihr auch mal die letzte Wiederholung nicht schafft. Ganz wichtig. Zweiter Punkt ist natürlich, der Muskel wächst nicht im Training, sondern im Training wird er zerstört. Er wächst erst in der Regeneration. Also ihr braucht eine Regenerationsphase und da muss sich der Muskel erholen und da braucht ihr natürlich genug Nährstoffe, genug Kalorien und genug Protein. Weil wenn ihr das beste Training von Ronnie Coleman und von Arnold Schwarzenegger zusammen macht, aber ihr geht nach Hause und esst 500 Kalorien nur über den ganzen Tag, dann ihr könnt keine Muskeln aufbauen. Deswegen finde ich auch die Videos immer, ja, Top 3 Muskelaufbau und dann sagen die so 3 Sachen und das war's. Und wenn man das nur sieht und guckt keine anderen Videos, dann denkt man vielleicht, das reicht hier so Muskeln aufzubauen. Nein, es reicht nicht. Es ist immer eine Kette an verschiedenen Sachen. Deswegen richtiges Training, richtig intensiv, auch mal Muskelkater haben im Training, ja, auch mal Muskelkater haben. Dann natürlich eine Regeneration. Wenn ihr Muskelkater habt, nicht trainieren, sondern gebt dem Körper die Pause, die er braucht. Und dann natürlich genug Nährstoffe und genug Proteine. Wie viel sind genug Proteine? 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfehle ich immer so Pi mal Daumen. Wenn ihr jetzt natürlich sehr stark übergewichtig seid, also sagen wir mal, ihr wiegt 150 Kilo, dann würde ich nicht empfehlen, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also ich denke so, die oberste Grenze ist 200 Gramm Protein am Tag. Mehr braucht ihr einfach nicht aufzunehmen. Und von den Kalorien her ist es natürlich auch wichtig, dass ihr mehr aufnehmt, als ihr verbraucht. Ganz klar, wenn ich am Tag jetzt zum Beispiel für die ganze Körperfunktion und alles drum und dran, verbrauche ich, sagen wir mal, 2000 Kalorien. Wenn ich jetzt auf meine 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht komme, aber ich nehme nur 1000 Kalorien auf, dann nehme ich trotzdem ab, weil der Körper braucht ja diese 2000 Kalorien für Herz, Tätigkeit, Stoffwechsel, Verdauung und so weiter. Er braucht ja diese 2000. Also ich kann nicht denken, wenn ich auf meine 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht komme und dann ins Defizit gehe, dass ich gleichzeitig Muskelberge aufbaue und gleichzeitig Fett abbaue. Das funktioniert leider nicht. Punkt Nummer 2. Womit haben meine Kunden die meisten Probleme? Für meine Kunden ist es immer einfach abzunehmen. Das hört sich jetzt vielleicht doof an, weil irgendwie 60% der Leute übergewichtig sind. Aber wenn man die richtigen Nahrungsmittel isst, dann kann man gar nicht zu viel Kalorien aufnehmen. Das geht gar nicht. Stellt euch vor, ihr esst 1 Kilo Gemüse am Tag. Gemüse
ein Kilo Gemüse, 200 Kalorien und dann esst ihr noch morgens, mittags, abends jeweils so ein großes Steak. Da kommt ihr am Tag auf gerade mal 1000 Kalorien. Das heißt, die Gewichtsreduktion ist sehr viel einfacher. Man muss nur die richtigen Sachen essen. Und beim Muskelaufbau ist es anders. Ihr müsst kontinuierlich mehr Kalorien aufnehmen, als ihr verbraucht. Und das ist nicht so leicht. Also meine Kunden haben in der Muskelaufbauphase, wo sie sagen, okay, jetzt nehmen sie mal über einen längeren Zeitraum. Also man muss es dann wirklich auch jeden Tag. Es bringt nichts, wenn man einen Tag mal mehr Kalorien isst und dann die nächsten drei Tage wieder wenig und dann wieder ein mehr. Das bringt auch sehr wenig. Also man muss kontinuierlich wirklich über den Bedarf sein. Und deswegen sagen meine Kunden oft schon nach zwei, drei Wochen oder so, oh nee, ich würde jetzt lieber wieder in die Reduktionsphase, weil es schon wirklich anstrengender ist, mehr Kalorien kontinuierlich aufzunehmen. Und im Endeffekt scheitert es immer daran, wenn die Leute sagen, Cecil, ich baue einfach keine Muskeln auf. Hast du mich verstanden? Dann trainieren sie nicht richtig und sie nehmen nicht genug Kalorien auf. Punkt. Deswegen kommen wir jetzt zu meinen Top 3 Nahrungsmitteln für den Muskelaufbau. Okay, auf Platz Nummer 3 ist fetter Fisch. Also zum Beispiel Hering, Makrele, Sardine, Lachs, Thunfisch. Das ist fetter Fisch. Warum ist der fette Fisch auf dem Platz Nummer 3? Normalerweise empfehle ich ja immer, viel Gemüse zu essen. Also jetzt, ich sage eigentlich immer jedem wirklich ein Kilo Gemüse am Tag, weil wir haben den Magen gefüllt, der Stoffwechsel muss arbeiten, es sind sehr, sehr wenig Kalorien, wir haben Ballaststoffe dabei, wir haben Mineralstoffe, Vitamine. Super, ein Kilo Gemüse am Tag essen, wenn es geht, natürlich bio, also ungespritzt. Jetzt sieht es für den Muskelaufbau aber ein bisschen anders aus, weil wenn ich ein Kilo Gemüse am Tag esse, dann habe ich natürlich gar nicht den Raum dafür, noch so viel mehr zu essen. Deswegen ist es in der Gewichtsreduktion natürlich sehr gut, auch sehr gesund, klar. In der Gewichtsreduktion ist es sehr gut, sehr viel Gemüse essen, weil wir damit ja den Stoffwechsel anregen und uns füllen praktisch. Im Muskelaufbau, wenn wir noch Schwierigkeiten haben, viel Kalorien aufzunehmen, ist es natürlich das Wichtigste, dass wenn wir essen, dass es dann viel Kalorien hat. Sprich, wir können nicht die Energie praktisch verschwenden für Sachen mit wenig Kalorien, sondern wir müssen wirklich Sachen essen, die viel Kalorien haben. Und fetter Fisch ist zum einen gut, weil es eine sehr gut verwertbare Proteinquelle ist, klar. Dann ist da sehr viel Omega-3 drin. Und Omega-3 ist natürlich allgemein, ihr wisst ja, Gesundheit ist bei mir immer hier oben, für die Gesundheit sehr gut. Also gegen Entzündung. Deswegen das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis ist sehr, sehr wichtig. Und der Fisch hat halt mehr Kalorien, so zwischen 200-230. Ich empfehle ja immer, und das empfehle ich immer, kauft euch dieses Buch, diese GU-Nährwerttabelle. Weil ihr schreibt mir zum Teil immer rein, ja, was ist denn mit Bohnen oder was ist mit dem oder was ist mit dem. Ihr könnt alles hier drin angucken. Ihr könnt genau sehen, wie viele Kalorien sind da drin, wie viele Kalorien sind da drin. Jetzt beim Fisch zum Beispiel könntet ihr sehen, ah, okay, im Kabeljau sind nämlich nur 76 Kalorien, was sehr gut ist für die Gewichtsreduktion. Und im Thunfisch sind 226. Ist auch gut für die Gewichtsreduktion, weil Omega-3 zu Omega-6 ist auch für die Thermogenese und für die Fettverbrennung sehr wichtig. Aber so könnt ihr einfach gucken, wo sind wie viele Kalorien drin, wo sind viele Kohlenhydrate drin, wenig Kohlenhydrate. Und so habt ihr einfach selber den Durchblick. Ganz easy. Also holt euch dieses Buch, ist auch nicht teuer, holt euch das unbedingt. Link ist in der Beschreibung auf jeden Fall. Und deswegen ist der Fisch Platz Nummer 3. Und der Platz Nummer 2. Beim Platz Nummer 2 habe ich echt hin und her überlegt. Ich habe gedacht, soll ich ihn auf Platz 3 oder auf Platz 2 nehmen oder so. Aber für mich ist es doch Platz 2. Und es sind die, ihr wisst es vielleicht, wenn ihr mir auf Snapchat folgt und wenn ihr mir auf Instagram folgt, folgt ihr mir eigentlich? Dann wisst ihr natürlich, was mein Platz Nummer 2 ist. Und zwar Eier. Also Eier haben zwar noch einen Tick weniger Kalorien als der Fisch, aber Eiweiß im Ei ist halt sehr, sehr gut verwertbar. Und was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, warum ich mich dann im Endeffekt doch für die Eier entschieden habe, ist Cholesterin. Und Cholesterin ist nämlich gesund. Guckt mein Cholesterin-Video. Cholesterin über die Nahrung kann sogar den Cholesterinspiegel senken, weil Cholesterin ist lebensnotwendig. Und wenn der Körper Cholesterin über die Nahrung reinbekommt, dann sagt er, oh, ich bekomme ja Cholesterin über die Nahrung. Dann brauche ich ja selber gar nicht so viel produzieren. Was nämlich den Cholesterin-Turbo richtig hochfährt, ist Zucker. Deswegen, wenn ihr was für den Cholesterinspiegel tun wollt, dann fahrt ihr die Kohlenhydratspeicher runter und gebt dem Körper über die Nahrung Cholesterin, damit er seine Eigenproduktion runterfährt. Weil die Eigenproduktion ist das, was es im Endeffekt ausmacht. So, also um es kurz zu machen, Cholesterin, keine Angst, sehr, sehr gut. Ich persönlich habe einen sehr, sehr guten Cholesterinspiegel und ich esse zwischen 10 und 15 Eiern pro Tag seit Jahren. Und warum finde ich jetzt Cholesterin so gut? Also warum ist das Ei praktisch auf dem zweiten Platz? Ich sag's euch, weil durch Cholesterin fahrt ihr eure Testosteronproduktion hoch. Also damit der Körper Testosteron produzieren kann, braucht er halt Cholesterin. Sprich, eure Cholesterinproduktion geht auf jeden Fall hoch. Und das ist jetzt, Ladies, ihr müsst keine Angst haben, also es ist nicht vergleichbar mit irgendwie anabolen Steroiden oder so, wo ihr gleich irgendwie so einen Kehlkopf bekommt und so. Nein, aber Testosteron ist allgemein sehr wichtig für den Muskelaufbau, aber auch für den Fettabbau. Und deswegen ist das Ei auf meinem zweiten Platz. Einmal haben wir schön viel Kalorien. Dann haben wir Cholesterin, was sehr wichtig ist für die Testosteronproduktion. Und dann haben wir zusätzlich noch sehr, sehr gut verwertbares Eiweiß. Also perfekter Platz Nummer 2. Platz Nummer 1 hilft bei dem größten Problem. Das größte Problem, hatte ich euch ja gesagt, ist wirklich die Kalorien kontinuierlich aufzunehmen.
Platz Nummer 1 sind bei mir Nüsse. Ich bevorzuge zum Beispiel Mandeln. Mandeln haben auch sehr viel Protein, aber so Nüsse allgemein, die haben halt so um die 700 Kalorien. Also ihr kriegt da wirklich sehr, sehr viel Kalorien rein. Also ich würde, wie gesagt, Mandeln, Macadamia, Paranüsse, die würde ich vorziehen, weil die auch einen geringen Kohlenhydratanteil haben. Ich empfehle meinen Kunden also wirklich, ja, nehmt mal so mittags und nachmittags nochmal so 2-3 Mal am Tag so eine Handvoll, also so 100 Gramm Nüsse zusätzlich zur normalen Nahrung auch. Weil dann habt ihr einfach 1400 bis 2100 Kalorien mehr zusätzlich zur normalen Nahrung. Und wenn man so am Ende des Tages auf 3500 Kalorien kommen will als Beispiel, dann ist das einfach eine super Hilfe. Zusätzlich sind Nüsse natürlich sehr, sehr gesund. Also die Fettsäuren auch, die da drin sind, sind sehr gut. Ich würde natürlich nicht meinen gesamten Proteinbedarf nur über Nüsse decken. Da gibt es dann wieder auch mit den Lektinen und verschiedenen Stoffen gibt es wieder so, also man soll schon mixen. Also ich würde jetzt auch nicht nur Nüsse essen als Proteinquelle. Vielleicht mache ich darüber auch nochmal ein Video. Aber auf jeden Fall jetzt in dieser Top 3 Liste können Nüsse das auf jeden Fall sehr, sehr gut ergänzen. Weil wenn ihr zweimal am Tag eine Handvoll esst, dann kommt ihr schon mal zusätzlich auf 1500 Kalorien oder so. Deswegen auf jeden Fall Platz Nummer 1 sind Nüsse. Und jetzt fragt ihr euch, hä? Warum hat er denn zum Muskelaufbau überhaupt keine Kohlenhydrate mit drin? Guckt auf jeden Fall nochmal das Video an, da erkläre ich, warum ich auch beim Muskelaufbau nicht gerne Kohlenhydrat einsetze. Es kann mal sein, also man kann mal zum Beispiel, morgens ist die Zelle noch offen, da könnte man, dann nach dem Training könnte man auch Kohlenhydrate einsetzen. Man kann es machen, das geht, das funktioniert, aber meine Erfahrung über 15 Jahre mit Kunden ist einfach immer, dass die Leute wirklich sehr schnell Fett aufbauen zusätzlich. Und es ist einfach nicht gut, wenn man 10 Kilo Muskeln aufbauen will, dann kann man nicht zusätzlich 5 oder 10 Kilo Fett aufbauen. Das ist einfach für mich idiotisch. Deswegen ist meine Meinung, dass man am trockensten wirklich kohlenhydratarm aufbaut, aber da ist natürlich das Problem, die Kalorien reinzubekommen, weil klar, Müsli hat 450 Kalorien oder so, ein Steak 120, also ihr müsst schon 400, wenn ihr noch den thermischen Effekt dazu rechnet, müsst ihr 500 Gramm Steak essen, bevor ihr 100 Gramm Müsli esst. Natürlich könnt ihr, wenn ihr Kohlenhydrate, Reis, Nudeln und so euch reinzimmert, könnt ihr natürlich ja sehr viel schneller sehr viel Kalorien aufnehmen und dann im Endeffekt auch mehr Muskeln aufbauen. Problem ist nur, wenn ihr Kohlenhydrate esst, dann dürft ihr fast kein Fett essen, weil die Fette werden sonst alle gespeichert, dann wird man sofort dick. Und was ist jetzt der Vorteil, wenn ich nur Zucker esse, aber keine Fette? Fette sind essentiell und sehr wichtig für die Hormonproduktion, Testosteron und so weiter. Also es macht einfach für mich keinen Sinn. Das einzige Problem bei Low Carb Muskeln aufbauen sind halt die Kalorien. Deswegen schlage ich vor, macht es trotzdem Low Carb, weil meiner Meinung nach ist es natürlich sehr viel gesünder, also Brot, Reis, Nudeln, ihr wisst ja, guckt mein Gluten-Video oder so, ihr wisst ja, nicht so toll, deswegen ich nehme lieber gesunde Fettsäuren auf, Omega-3 zu Omega-6, schön nährstoffreiche Nahrungsmittel, das ist für mich sehr viel sinnvoller. Außerdem, wenn ihr Low Carb aufbaut, dann habt ihr einmal einen erhöhten Testosteronspiegel und der Wachstumshormonspiegel ist auch höher, weil Insulin, wenn ich den ganzen Tag über Zucker esse, schütte ich Insulin aus, dann unterdrücke ich meinen Wachstumshormonspiegel. Und Wachstumshormonspiegel ist auch gut einmal für Muskelaufbau, Fettabbau und auch für Haut, Haare, Nägel, Wasserbindungsfähigkeit der Haut und so. Also das sind alles schon Spiegel, die will ich eher oben haben. Und ich will nicht nur Insulin immer oben haben, sondern ich mache es lieber Low Carb. Deswegen empfehle ich es auch Low Carb. 15 Jahre Personal Training, sage ich immer. Es gibt eigentlich nur eine Person aus 100, die wirklich mit Kohlenhydraten wirklich richtig trocken gut aufbauen kann. Also im Personal Training hatte ich da eine Handvoll Leute, die das wirklich. Ansonsten empfehle ich manchmal nach dem Sport direkt, aber dann fettarm. Oder eventuell morgens, aber meistens ist es wirklich besser, wirklich trocken aufzubauen mit wenig Kohlenhydraten. Du, stimmt. Als ich mal in der Aufbauphase war, da habe ich auch richtig viel Fett drauf bekommen. Das fand ich schrecklich. Ich versuche das jetzt mal so, wie du es gesagt hast. Macht das auf jeden Fall. Und meine Freunde, habt ihr wieder bis zum Ende geguckt oder habt ihr vorher ausgeschaltet? Na, und wenn nicht, dann könnt ihr euch mal überlegen, worüber ich noch eine Top 3 machen soll. Also entweder Top 3 Nahrungsergänzungsmittel oder Top 3 irgendwas. Also schreibt unten in die Kommentare Top 3 irgendwas. Also das, was ihr wollt. Top 3, das, was ihr wollt. Okay? Also meine Freunde, bis bald, euer Coach. Sessi.